Hallo, heute mache ich ein Video auf Deutsch. Das ist, weil ich habe eine Subscriber, die will mich auf Deutsch hören. Ich mache auch ein Video auf Englisch und dieses Video hat, wie Sie können sehen, Untertitel. Ich mache heute ein kleines Steckbriefvideo und hoffentlich können Sie ein bisschen mehr über mich lernen. Ich habe diese Steckbriefliste von Jenny, meiner deutschen Subscriberin, bekommen. Also zuerst mein Name. Ich heiße Jen, wie Sie alle vielleicht wissen. Nächste ist Sternzeichen. Ich bin Wassermann, aber ich bin auch in der Nähe von der Fische. Manchmal bin ich mehr Fische, manchmal bin ich mehr Wassermann. Weiß nicht, ob ich daran glaube, aber ja, bin ich Wassermann. Haustier. Ich habe ja, wie Sie wissen, zwei Kätzchen, Kia und Cleo. Und sie sind Schwesterchen. Und sie werden in 2 Monaten ein Jahr alt. Und also ja, sind sie immer noch Kätzchen. Nächste sind Hobbys. Ich habe viele Hobbys. YouTube, ja. Und Videos zu machen. Ich schreibe auch gern. Ich schreibe kurze Geschichten und Gedichte. Ich habe einmal ein Gedicht in einem Buch. Und ich glaube, dass ich nie eine Geschichte fertig gemacht habe. Also muss ich das machen, ja. Andere Hobbys sind Postcrossing. Ich liebe Postkarten und ich will eine Postkarte von überall die Welt. Wenn Sie mich eine Postkarte schicken wollen, noch Fragen für die Adresse, ja. Next haben wir Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarbe ist auf jeden Grund grün. Und ich habe auch blau gerne und hellgelb. Und ich habe auch vieles grau und schwarz Kleider. Lieblingsessen. Ich habe italienische Essen sehr gern, genau wie Nudeln und Pizza. Und ich habe auch Salat sehr gern und Steak. Und Kartoffeln. Lieblingsgetränk. Ich trinke fast immer Wasser, aber ich habe auch Apfelsaft gern und natürlich Apfelschorle, aber es ist sehr, sehr schwer, Apfelschorle in Amerika zu finden. Also muss ich vielleicht warten, bis ich wieder nach Deutschland fahren kann. Lieblingsalkoholische Getränk. Daiquiris und kein Bier und weiß nicht, süße Getränke. Lieblingsbuch, ich habe viele Lieblingsbücher, Catcher in the Rye und Diary of Anne Frank. Ich habe auch gern Harry Potter. Ich habe viele, viele Bücher in meinem B-Video gelistet. Also ja, habe ich viele Lieblingsbücher, aber nur eine? Nein. Lieblingsband oder Sänger, Sängerin? Ich liebe der Band Death Cab for Cutie und auch ein paar deutsche Bands, Silbermond und Christina Stürmer und auch Wir sind Helden. Lieblingsserie? Ich habe Lost gern, aber das ist zu Ende und ich habe auch House sehr gern. Ich liebe auch die Serie How I Met Your Mother und ich schaue sehr gern Hoarding und Hoarders sehr gern an. Ich weiß nicht warum. Lieblingsfilm. Ich habe immer die Mumie sehr gern. Ich bin immer eines meines Lieblingsfilme. Auch Inception und Bruce Almighty und alle die Disney und Pixar Filme.
Besondere findet Nemo und die Unglaublichen und Schreck. Tiere. Natürlich liebe ich Katzen, weil ich zwei habe, aber wenn ich auch Tiere, die nicht Haustiere sind, vielleicht die Tiger oder die Elefant, ich glaube, die sind sehr schön Tiere. Jetzt haben wir Schulfach. Ich bin nicht an der Uni, aber Deutsch und andere Sprache waren immer meine Lieblings oder Geschichte. Aber ich habe amerikanische Geschichte nicht so gern, weil ich über amerikanische Geschichte, seit ich ein sehr kleines Kind gelernt habe, aber Weltgeschichte habe ich sehr gern. Und auch welches Schulfach hasse ich? Ich habe immer Englisch Grammatik gehasst und ich bin sehr schlecht in Mathe und Chemie. Auch hasse ich Chemie, das kann ich nie verstehen. Und zu Ende haben wir mein Lebensmotto und das ist sei glücklich. Man kann glücklich mit seinem Leben nie sein, wenn er nicht glücklich ist. Und wenn man traurig ist, ist es schwer, alle gut in der Welt zu finden. Und ich glaube, dass jedes Teil der Welt hat gut darin. Und manchmal müssen wir dafür suchen. Also ja, das ist mein Steckbrief. Und wie ich wieder gesagt habe, gibt es auch eine englische Version und ich weiß nicht, ob es genau wie diese wird. Und ich hoffe, dass mein Deutsch nicht sehr schlecht war. Und ja, ich glaube, es gibt viele, viele, ja, weil ich immer denken muss, also, danke sehr, Jenny, um mich auf Deutsch zu hören wollen und vielleicht werde ich mehr Videos auf Deutsch machen in Zukunft. Und ich hoffe, dass ihr alle einen sehr schönen Tag haben und hoffentlich haben wir schönes Wetter bald. Also, bis nächstes Mal. Tschüss!